Ja, hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Sonico und mache ein bisschen Einsteiger-Videos für Sea of Thieves. Heute mit dem Thema Außenposten. Was finde ich dort überall? Wie viele gibt es überhaupt? Wo befinden die sich? Und was kann ich dort so alles machen? Ja, dann lasst uns mal von dieser schönen Idylle mal aufstehen und uns so einen Außenposten mal genauer angucken und was ihr dort so alles findet. Ich würde mal sagen, wir starten in der Taverne, wo die meisten ja immer spawnen, wenn sie sich in Sea of Thieves einloggen. Und zwar habt ihr hier einmal die Taverne, in der ihr schon die ersten Fässer findet, in denen ihr schon die ersten Gegenstände direkt looten könnt, wenn ihr ankommt. Ihr habt hier die Barfrau, die euren Grogkrug auffüllen könnte und euch ein bisschen was erzählen kann. Ihr habt teilweise schon die ersten kleinen Erfolge, indem ihr hier auf verschiedene Gegenstände klicken könnt, die wie hier zum Beispiel die Bücher, die in den Tavernen liegen. Manchmal könnt ihr auf die Bilder klicken, wo ihr ein bisschen Erfolge für kriegt. Also hier kann man sich auch direkt mal ein bisschen umschauen. Hier hinten ist dann der mysteriöse Fremde, der euch später zur Piratenlegende machen wird. Oder wenn ihr für die Guardians, also für Athena Segen, im PvP gehen würdet, könntet ihr hier die eroberten Flaggen bei ihm abgeben. Hier nebendran würde die erste Tall Tale starten, die ihr aber auch alle mittlerweile ja vom Schiff aus an eurem Kartentisch auch starten könnt. Ihr müsst da nicht überall hinfahren. Hier wäre der Tisch für Athena Segen und hier zum Upvoten ist einmal, wenn ihr den PvP-Modus aktiviert, dann könnt ihr ihn nur hier in den Außenposten an diesem Tisch upvoten. Dasselbe gilt für Reaper, da müsstet ihr zu dem Reapers-Tisch gehen und könntet quasi hier den PvP-Modus, die Streak, wie man es so schön nennt, je nachdem wie viel Siege ihr am Stück habt, könnt ihr nur hier upvoten und würdet auch da erst den PvP-Modus verlassen. Es nützt nichts, also die Flagge nur abzuvoten, sondern wenn, müsstet ihr dann auch den PvP-Modus upvoten, um da wieder rauszukommen. So, dann lasst uns draußen ein bisschen umgucken. Ja, wie gesagt, jeder Außenposten ist ein bisschen anders. Überall gibt es genügend Fässer zum Looten, entweder halt Behind Drop oder ihr macht das Ganze halt mit einer gekauften Lagerkiste. Ihr findet auch auf allen Außenposten einmal hier hinten die einmal die Merchant, wo ihr quasi alles verkaufen könnt, indem ihr es einmal von hier oben runter harponiert oder es halt hierher tragt. Aber das funktioniert nur mit einem Captain-Schiff, wie ich das ja schon auch erklärt habe. Ah, da hat jemand seine Sachen stehen lassen. Und wenn ihr in einer Gilde seid und die Gilde Level 15 erreicht hat, dann könntet ihr hier quasi euer Schiffchen setzen, könnt hier einmal anvoten und dann würdet ihr für eure Gilde fahren. Hier würdet ihr auch sehen, wenn noch mehrere Gildenschiffe einer anderen Gilde hier auf dem Server wären, dann wären hier vorher schon ein Schiffchen drauf gewesen. Ja, im Endeffekt könnt ihr hier quasi einmal hochgehen. Ihr müsst diese Plattform nicht nach oben fahren, das ist nicht notwendig. Das heißt, wenn ihr hier oben etwas harponiert, hier oben sind die beiden Harpunen, dann könnt ihr eigentlich relativ schnell das von eurem Schiff wegloten. Das fällt dann direkt hier unten runter und dann könntet ihr von hier aus direkt verkaufen gehen. Dann lasst uns mal zu den anderen Fraktionen gucken. Wie gesagt, die sind auf jedem Außenposten ein bisschen anders. Am schlimmsten ist Port Merrick, deswegen habe ich den mir jetzt nicht ausgewählt, weil dieser Außenposten einfach riesengroß ist und auch eine kleine FPS-Bremse ist. Und ja, da sollte man sich etwas genauer Zeit für nehmen, um sich auf diesem Außenposten wirklich auszukennen, aber ist jetzt nicht unbedingt der beliebteste. Ja, hier ist einmal das Zelt für die Seelenorden mit Miss Olivia, wo ihr hier quasi den Tisch habt in den Zelten immer und hier quasi aufvoten könnt, eure Flagge und sie einmal auch wieder runtervoten könnt, je nachdem, wenn ihr halt aufhört. Auch das geht nur an den Außenposten. Ihr könnt quasi die Flaggen nicht irgendwo auf dem Schiff oder so abvoten oder runtervoten. Auch wenn ihr versenkt wurdet, könnt ihr Flaggen nicht wieder quasi drauf machen. Dann müsst ihr quasi wieder von vorne beginnen. Wichtig ist bei allen Botschaften an Außerschnitter und Gilde, die haben Spezialfähigkeiten, könnt ihr, wenn ihr Level 5 erreicht habt, bei einem Botschafter auf einem Außenposten euch Fünferfahrten hier abholen, die relativ guten Loot und viel Gold bringen. Also das würde lohnt sich immer mal wieder da vorbeizugucken, wenn man Level 5 ist und sich das abzuholen. Die Schnitter haben die Fähigkeit, andere Spielerschiffe mit einer aufgeboteten Flagge quasi auf dem Surfer dann zu sehen. Die sehen zwar nicht, welche Schiffsklasse, und sie sehen auch nicht, welche Botschafterflagge das ist und auch nicht, welchen Wert sie hat, aber sie können euch halt dann sehen. Und bei der Gilde ist es einfach so, dass man mit Level 5 gesehen wird. Ja, das heißt aber, man bekommt halt auch einfach mehr Bonus. Über der Seelenorden-Dame ist hier oben dann immer noch der Laden für den Echtgeld-Shop. Das heißt, ihr müsst nicht unbedingt auslocken, um am Echtgeld-Shop irgendwas kaufen zu können, sondern ihr könnt das direkt am Außenposten machen.
Weiter gibt es die ganzen Kleiderhändler hier zum Beispiel, wo ihr euch dann was kaufen könnt. Das gibt es natürlich auch für Waffen, für Zubehör. Ja, das heißt, da gibt es die verschiedenen Läden, wo ihr dann halt durchstöbern könnt und gucken könnt, was ihr euch so kaufen wollt. Und hier ist es genauso wie bei den verschiedenen Fraktionen auch, dass manche Sachen erfolgsabhängig sind. Das heißt, manche Sachen könnt ihr euch erst kaufen, wenn ihr einen gewissen Erfolg erreicht habt. Dann habt ihr draußen auch immer die Ausrüstungstruhen, die wo ihr euer gekauften Gegenstände quasi ausrüsten könnt, aber das habt ihr auch alles auf dem Schiff, also das müsst ihr nicht direkt vorm Laden machen. Genauso mit dem Waffenladen, mit der Waffenkiste hier, die habt ihr natürlich auch auf dem Schiff und könnt hier eure verschiedenen Waffen, die ihr gerne haben möchtet, auswählen. Ja, genau, dann könnt ihr hier einmal Waffen kaufen, dann habt ihr hier oben auch nochmal so Fernrohr und Schaufel und so weiter. Da gehe ich jetzt nicht rein, aber diese Läden gibt es quasi auch auf jedem Außenposten. Dann haben wir hier zum Beispiel hier den Goldhorder und da seht ihr schon, da ist schon ein Goldhorder unterwegs. Das könnte quasi gerade die Brick gewesen sein, die hier vorbeigefahren ist. Und dann habt ihr halt die Möglichkeit, einmal mit dem Händler zu sprechen und einmal seinen Laden zu öffnen. Und hier unten quasi könnt ihr, seht ihr, okay, ihr habt keine Botschafterflagge gehisst. Und ihr könnt dann aber hier sehen, okay, was ist denn im Monat, was kriege ich denn im Monat ab für einen gewissen Rang, für gewisse Belohnungen. Ich kriege aktuell keine mehr, weil ich die schon habe. Und man sieht aber, okay, das ist der aktuelle Wert, den man hat. Ich bin schon Kapitän und wäre jetzt hier ein Item, das ich bekommen würde, würde ich das am Ende des Monats in mein Inventar bekommen, wenn quasi die 19 Tage abgelaufen sind. Hier könnt ihr euch eure Belobigungen, eure Erfolge anschauen, könnt nachgucken, hey, was fehlt mir denn noch, wie viel muss ich denn von was noch machen, ja, um einfach die nächste Stufe zu erreichen, weil ihr euch vielleicht einen Ausrüstungsgegenstand kaufen wollt oder weil ihr einfach Erfolgsjäger seid. Hier habt ihr einmal den Kompanieladen, wo ihr auch seht, ah, okay, das ist spezielles Goldhorder-Sachen. Und da seht ihr halt auch, okay, das kann ich erst kaufen, wenn ich einen gewissen Erfolg habe. Und hier gibt es auch so ein bisschen Dekomaterial, das ihr für euer Schiff kaufen könnt, aber das sehen wir gleich noch. Und ganz wichtig, oben ist halt diese Angebote, die ihr dann bei jedem Händler habt. Das heißt, da könnt ihr eure Level freischalten. Das heißt, wenn ihr Level 10, 15, 20 und so weiter seid, dann bekommt ihr immer eine Benachrichtigung oder ihr schaut einfach mal vorbei und kauft euch die neuen Level. Und dafür bekommt ihr dann auch neue Quests freigeschalten auf den Schiffen, wo ja meistens drunter steht, wird erst ab dem Level freigeschalten. Das müsst ihr dann hier bei den Händlern direkt vor Ort machen. Hier unten könnt ihr euch noch ein Botschafter-Territorial angucken, das ist auch mittlerweile ganz nice, wo ein bisschen mehr erklärt wird als früher. Ihr könnt aber quasi ihn ja auch nochmal ansprechen und ihm von ihm sich ein bisschen noch was erklären lassen. Ja, diese Funktionen haben quasi alle Händler bis auf die Händlerfraktion. Bei der Händlerfraktion gibt es ein paar Reiter mehr. Auch hier seht ihr, hier ist schon ein Händler unterwegs auf dem Surfer und macht irgendwas. Und bei ihr hier könnt ihr einmal halt im Kompanieladen mehrere Sachen auswählen und hier könnt ihr auch dann halt Waren kaufen. Dazu müsst ihr aber die Flagge angebotet haben und könntet die dann quasi kaufen und für einen besseren Preis an einem anderen Seeposten verkaufen. Hier könnt ihr einmal Ressourcen kaufen, Lagerkiste, Holzkiste, Ekelkiste und so weiter. Kanonenkugelkisten, die ihr dann auf euer Schiff bringen könnt, in die Fässer machen könnt oder direkt auf dem Schiff stehen lassen könnt. Ihr könnt hier natürlich auch noch Feuerwerk kaufen, wenn ihr dazu Spaß habt, aber es ist eine relativ teure Angelegenheit. Ihr findet das aber auch alles in den Fässern. Also gerade am Anfang ist es nicht notwendig, hier unbedingt sich was zu holen. Vielleicht noch hier die Lagerkiste, um nicht mit direkt, wenn man voll ist, wieder aufs Schiff laufen zu müssen. Aber wie man sieht, hat man manchmal auch Glück, dass andere Spieler sowas einfach liegen lassen und man direkt eine findet. Ansonsten sind die Händler soweit alle gleich aufgebaut. Jetzt haben wir noch einen Händler vergessen, falsche Richtung, und zwar quasi, ja, nicht Händler, sondern ein Botschaftertisch und der ist auch auf jedem Außenposten. Das sind hier einmal die Schnitter, das seht ihr, ist auch noch ein Schnitter unterwegs, also auf dem Server ist richtig Betrieb gerade. Und hier oben habt ihr das nette Skelett. Wer mein letztes Video gesehen hat, also wenn ihr irgendwo Flaggen von jemandem erobert oder wenn ihr Flaggen aus Versehen irgendwo hier findet, wie ich letztens, dass einer sich ausgelockt hat und seine Flagge nicht abgewotet hat, was manchmal auch ganz gern vergessen wird, dann müsst ihr nicht zum Schnitterversteck fahren, sondern ihr könnt es hier bei ihm verkaufen und müsst nicht einmal über die über die ganze Map fahren. Und ihr könnt natürlich auch als je nachdem als Goldhorder hier auch Flaggen verkaufen. Also ihr müsst nicht Reaper angebotet haben, um die Flaggen hier verkaufen zu können.
Alle anderen Waren und Leveln für die Schnitter müsst ihr aber dann bei den Schnitter im Schnitterversteck direkt abgeben und könnt die bei ihm hier nicht verkaufen. Ihr könnt natürlich hinten bei den Merchanten verkaufen und je nachdem, ob ihr Goldhorde aufgewertet habt, wird es natürlich auch den Goldhorde-Erfolg zugeschustert. Und wenn ihr da hinten Händlersachen habt, dann wird es auch den Händlern gut geschrieben. Also das ist halt der riesige Vorteil, weil wenn ihr kein Captainschiff habt, müsstet ihr quasi hier irgendwo anlegen, die Sachen droppen und wirklich zu den einzelnen Händlern verbringen. Das ist halt wirklich der Vorteil und darauf sollte man am Anfang vielleicht auch direkt sparen. Dann haben wir noch die Schiffsfrau. Und die Schiffsfrau ist hier und sie hat zwei Sachen. Einmal könnt ihr natürlich ganz normal mit ihr reden, könnt ihr auch ihren Laden hier ein bisschen durchstöbern. Also ihr könnt hier Schiffsanpassungssachen kaufen, wie Segel, Anker und so weiter. Das könnt ihr hier einmal bei ihr kaufen. Ihr könnt Schiffsdekoration kaufen. Ja, das heißt, da könnt ihr eure Schiffe ein bisschen dekorieren, müsst ihr aufpassen, nicht jede Deko passt in jedes Schiff. Ich habe jetzt zum Beispiel eine Sloop und es gibt auch Sachen hier, die natürlich entweder durch Erfolge noch nicht freigeschaltet sind oder die halt auch nur zum Beispiel eventuell auf einer Galeone platziert werden können. Und dann habt ihr noch, einmal hier noch so, auch noch so Deko-Sachen, die ihr meistens hier, wie ihr seht, durch Erfolge freigeschalten werden, die ihr dann hier auch noch erwerben könnt. Wie ihr seht, bin ich da nicht so der Jäger von und bin da jetzt nicht so derjenige, der da so viel kauft. Was ihr hier noch habt, ist, wenn ihr ein Captainschiff habt und lockt euch ein und es hatte vorher Schaden, dann geht das nicht wie bei den anderen Schiffen, die nicht Captainschiffe sind, sind die ja immer clean und repariert, ja, sondern da müsst ihr euer Schiff hier oder im Startmenü geht's ja auch, euer Schiff könnt ihr dann hier einmal reparieren lassen. Dann hat sie noch den Vorteil, dass wenn ihr ein Captain seid, könnt ihr euch hier schon mal gewisse Waren kaufen, die auch direkt in die Fässer von eurem Schiff kommen. Nicht immer, muss ich auch ganz klar dazu sagen, ist aktuell schon sehr seit langem ein Bug, dass es leider nicht immer funktioniert, was ein Gerücht ist, ich weiß es nicht, ob es stimmt. Also man sollte es halt nicht zu schnell hintereinander kaufen. Man sollte mal kurz ein paar Sekunden im Spiel geben, um zum Beispiel das Holz zu transferieren, um die Kanonenkugel zu transferieren und nicht einfach durchklicken. Soll angeblich helfen, ob es hilft. Also weiß ich nicht, ich hatte auch schon das da meistens das Essen irgendwie, warum auch immer, nicht ankommt. Ja, und dann kannst du mir hier noch ein bisschen was erzählen. Also das könnt ihr hier bei ihr machen. Und neben ihr befindet sich dann auch gleich einmal die Ausrüstungstruhe. Und hier könnt ihr einmal die Schiffsanpassungen vornehmen. Beim Captainschiff habt ihr den Vorteil, ihr könnt die Sachen speichern, die Skins. Und euer Schiff sieht dann immer wieder so aus. Ihr könnt natürlich auch sagen, nee, irgendwann, keine Ahnung, habe ich keine Lust mehr drauf. Ich hätte jetzt den hier. Ja, dann entweder, wenn ihr sagt, nee, nur für die Fahrt, dann natürlich nicht auf Speichern drücken. Wollt ihr das aber jetzt für immer haben? Oder immer, wenn ihr euch in nächster Zeit einloggt, dann drückt ihr einfach die 1. Oder beim Controller müsst ihr gucken, eine andere Taste. Und dann ist das halt für die nächste Spielsitzung für euch gespeichert. Und dann hat sie noch Schiffsdekoration. Und da sieht man schon hier, ist nur für eine Galeone. Also da kann man jetzt diese Sachen wie Vorhänge, Teppiche und so weiter ausrüsten und verändern, wenn man gerne möchte. Kann ich jetzt sagen, ah nee, ich hätte gerne zukünftig den Obsidian. Und dann kann ich hier die 1 drücken. Wollen Sie das speichern? Ja. Früher hat das auch was gekostet. Mittlerweile kostet das nichts mehr, weil es leider auch manchmal so ist, dass diese Sachen auch einfach mal resettet sind, wenn man sich einloggt. Und da das immer zurückzuerstatten war natürlich ein bisschen schwierig. Deswegen hat man sich entschieden, da quasi kein Geld mehr zu verlangen. Hier habt ihr einmal das Missionsbrett. Das heißt, ihr könnt auch Sachen vergraben auf Inseln. Und könnt das quasi hier hinhängen, damit andere Spieler das quasi ausbuddeln können. Oder ihr könnt halt sagen, nö, ich guck mal, was die anderen so verbuddelt haben. Ist vielleicht eine Insel hier in der Nähe. Ja, das ist sortiert nach den verschiedenen Bereichen der Weltmeere. Und da könntet ihr dann hinsegeln und könntet das quasi ausbuddeln. Hier geht es meistens darum, also so richtig tolle Sachen sind da meistens nicht verbuddelt. Aber es ist, glaube ich, halt ein Erfolg, den man da erzielen kann, dass man so und so viele ausgebuddelt haben muss und so viele von einem ausgebuddelt sein sollten. So, dann gehen wir noch ganz kurz aufs Schiff, weil ich das mit den anderen Außenposten ja noch gerade gesagt habe. Und zwar, seht ihr, jetzt habe ich hier diesen anderen Teppich. Und zwar seht ihr schon, ich habe mal vormarkiert, also es gibt diese Außenposten, es gibt Plunder, es gibt Engine Spire. Da ist es ein bisschen schwierig mit der Taverne, weil da ist die oben auf dem Berg. Also wenn ihr mal Hourglass macht und müsst die Flaggen abgeben und das für Athenas Segen, nehmt vielleicht nicht unbedingt Engine Spire, weil da müsst ihr jedes Mal mit der Flagge da hochlaufen. Für Reaper ist es ganz gut, weil da ist das Reaper-Skelett direkt unten am Steg hier ziemlich platziert. Da ist es für die Reaper eigentlich ganz gut, weil man nicht so weit laufen muss. Aber für Athena muss man doch relativ weit laufen.
Ihr habt im Vulkangebiet, habt ihr noch Morris Peak, aber da könnt ihr nicht spawnen, da müsstet ihr quasi hinfahren. Ihr habt dann hier oben noch Galleon's Grave und Daggertooth. Ihr habt hier drüben noch den Außenposten Sanctuary und das allseits beliebte Port Merrick. Wie ihr schon seht, ist das halt wirklich wie eine kleine Stadt aufgebaut, aber mit vielen Drübergängen und da die Fässer finden und die Händler finden und so weiter. Also ist es gestalterisch, glaube ich, ein schöner Außenposten, aber es ist halt auch einfach von den FPS her dort ziemlich dramatisch, vor allem wenn man da außenrum mit einer Gully fightet oder so. Also ja, ist schön, aber man hätte ihn so lassen können, wie er mal war. Und dann, wie gesagt, habt ihr noch die Schnitter und die befinden sich hier. Das heißt, hier müsstet ihr auch zum ersten Mal hinfahren, wenn ihr euch die Schnitterflagge kaufen wollt und unter dieser Fraktion fahren wollt. Wie gesagt, dazu habe ich auch noch mal Videos gemacht. Die sind auch noch aktuell, die könnt ihr euch auch noch angucken zu den Schnittern für diese Fraktion speziell. Und wenn ihr dort leveln wollt und dort Waren abgeben wollt, die ihr entweder selbst irgendwo gefunden habt oder anderen Spielern geklaut habt, dann müsstet ihr es hier quasi hier in dem Zelt abgeben bei dem Herrn, der hier drin steht, um dort zu leveln für die Schnitter, außer wie gesagt halt Flaggen und Logbücher von anderen Spielern, die ihr irgendwo findet oder erbeutet, die könntet ihr bei den Skeletten abgeben. Ach ja, eins noch. Wir könnten nochmal ganz kurz zurück an die Karte, weil es mir gerade einfällt und weil ich es vorhin am Horizont gesehen habe, hier müsste irgendwo eine Reaper Chest auf dem Server sein. Genau, da ist eine. Und zwar, das seht ihr durch so einen Strahl am Himmel. Die gibt's in Gold und in Rot. Gold ist quasi Gold wert und Rot sind diese Dublonen, die ihr dann dafür bekommt. Und diese Schnittertruhen sind meistens in Schiffwracks oder sie bewegen sich halt, weil jemand die auf dem Schiff hat. Das heißt, damit werdet ihr natürlich auch gesehen. Und die müsst ihr, wie die Schnittertruhe, wie das schon heißt, natürlich auch hier im Schnitterversteck abgeben und könnt die nicht irgendwo im Goldhorde oder irgend sowas verkaufen. Da müsst ihr wirklich einmal zum Schnitter fahren, aber wie gesagt, halt bedenken, man sieht halt, dass sich diese Truhe bewegt und man sieht sie auch am Horizont noch durch den Strahl. Und nicht wundern, wenn ihr hier mal Schnittertruhen seht, dann ist so ein roter Schädel am Himmel. Dann hat jemand das Fort of the Dam gestartet. Dazu habe ich auch ein Video gemacht, wenn euch dieses Event interessiert. Und da sind immer in der Vault, also in der Schatzkammer, zwei Schnitterdrohnen drin und eine Athena und sonstiger Loot noch. Also gar nicht so schlecht ist halt ein Event, dass man selber starten kann. Also da nicht wundern, wenn hier Schnittertruhen sind, dann würdet ihr entweder den roten Schädel am Himmel sehen oder es ist gerade fertig. Manchmal auch hat man Glück, dass manche Leute das mit Athena oder so machen oder mit Goldhorder und lassen die Schnittertruhen dann einfach auf dem Fort of the Dam liegen und dann könnte man sich die da quasi abholen. Das wäre auch noch eine Möglichkeit. Ja, das war es dann soweit mit dem Quick Guide über die Außenposten. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir gerne ein Abo da, lasst gerne einen Daumen nach oben da, lasst einen Kommentar da, wenn ihr noch Fragen habt und ich dafür ein Video aufnehmen sollte oder wenn ich euch die Frage gerne beantworten kann, werde ich das natürlich tun. Dann bleibt gesund, bis bald wieder auf den Weltmeeren von Sea of Seas, euer Sonico.